herzlichen Dank, dass Sie angeschaltet haben, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge. Die 2:15 Minjas ist dabei. Du hast nur 55 von 80 Health, ich auch. Das ist gut, das ist unser Standard. Jetzt mal angeln. Weißt du, wie man es macht? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, keine Ahnung. Ich habe es hier angelernt, habe Würmchen im Dings. Und was mache ich? Linksklick auswerfen. Du rechtsklick halten, rechtsklick. Linksklick auswerfen. Tschung. Nice. Und dann? Dann beobachten. Sobald es runtergeht, linke Maustaste drücken. Okay. Und halten, oder muss man so Leine geben und. Nee, nur, sobald sie weg ist, ne? Also vorher nicht. Fisch am Haken. So Fisch am Haken, jetzt. Dein Ernst? Rechte Maustaste einer. Das ist schon Fisch am Haken. Dein Ernst. Ich bin Profi, hab ich dir gesagt. Ja, aber wirklich wahr. Du kannst dir gleich mal gucken, dass du noch ein paar mehr Fische fangen kannst. Kann ich den dauerhaft einholen oder reißt der Faden eventuell? Nee, nee, du kannst den dauerhaft einführen. So. Einholen. Einführen. Ich müsste ja aufpassen, wie bei so einem Angelgame. Dachte ich. Die Frage ist jetzt allerdings, ist ein großer Fisch oder ein kleiner? Ist ein Haifisch, ja. Hm? Natürlich. Nee, es gibt einen, den hält er mit zwei Händen und dann gibt es noch einen, den checkt er in der Tasche. Einen. Okay. Also mit der linken Hand. Daraus kannst du Fisch. Keine Angelleine. Meine Angelleine ist kaputt. Ja, die wird dann. Ein, was ist das? Metall? Ne, Stöcke und ein Seil. Wir haben bestimmt kein Seil mehr da, oder? Eine Angelleine macht man aus. Das wusste ich noch gar nicht, dass man eine Angelleine aus. Ja, muss man machen. Pass auf, ich guck mal, ich hab Tauwerk einmal noch. Angelleine war das. Ja, Stöcke mal. Tauwerk, jetzt. Komm her, ich komm zu dir, komm in deine Richtung nochmal. Ja. Kann dir noch was geben. Wo bist du dann? Da hinten wahrscheinlich. Oh, die Ronne geht unter. Das ist natürlich ideale Zeit zum Angeln. Die Ronne. Ist es tatsächlich? Die Sonne. Tonk, tonk. Die Sonne und du. Hallo, na? Ich höre auf zu singen. Okay. Ist nee. Nö, Tonk, denke ich mal. Die Dings gibt's. Dann mach ich direkt zwei, oder was? Geht die denn bei jedem Fisch kaputt? Nein. Ja. Was? Weil nach jedem Fisch muss ich die Angelschnur austauschen. Ja, klar. In dem Köder auch. Ja, es ist halt, also so Fiber hier. Oh Gott. Fasern. Aber da brauchst du ja so viel Seil weg. Ich meine, wie viel Seil? Na egal. Ja. Ich rech mich nicht auf. Ich. Rein das Rie. Rein das Reini. Reini. Was war das denn? Ich bin unterernährt. Eieiei. Esse Mohrrüben. Ah, hat schön gechillt hier. Ein bisschen Fischchen sammeln. Im Sonnenuntergang. Der Bär ist um die Ecke. Der Köder wackelt. Dankeschön. Minjas ist konzentriert. Oh, es hat geblitzt. Hat es geblitzt? Nein, es regnet jetzt nicht. Es regnet jetzt nicht. Nein. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Oh, aber der muss richtig untergehen, gell? Nicht nur so ein bisschen zubbeln. Der muss richtig untergehen, genau. Los, wenn Fisch. Wenn du lange nicht passierst, du kannst ihn ja nochmal einholen mit rechts und dann. Mach ich mal. Oder einfach ein bisschen ranholen und dann nochmal schwölben lassen. Kannst du auch probieren, ja. Das hab ich noch nicht probiert. Dann wird's immer dunkler. Los, zuck, 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 zuck. Kommt hier mal ein Fisch an? Los, Fisch. Ich hab Hunger, ich muss rein. Hat was gesehen? Hat was? Da ist was. Jetzt wird's gleich Tappenzustand, ich sehe das Ding nicht mehr. Ja, ja, zieh den Köder runter. Ja, sehr gut. Nochmal. Komm, zieh. Nein, es wird so dunkel, dass ich gar nichts mehr sehe. Jetzt hör auf hier. Köder. Mann, ist das Ding nagt da an dem Schwimm. Ne, jetzt sehe ich nichts mehr, jetzt hol ich's rein. Und den kann man nicht einholen. Doch, du musst dann hingehen. Der ist dann da unten. Hingehen und den Leine einholen, okay, eine Angelleine eingeholt. Sehr gut.
Zappenduscht da ist es. Was soll das? Was soll das? Mein musikalischer Tag heute. Ja? Gefühlt schon irgendwie. Ständig am. Oh, 50% hier. Unsere Ernte ist bald. Können die Raider machen, was sie wollen. Wir sind gechillt in unserer Hütte. Wir sind gechillt in unserer. In unserer Heilpflanzenhütte. Genau. Machen wir so ein schönes Indianerlagerfeuer. I miss you, my friend. I don't know, what you mean. Wie bei dem, wie hieß er denn? Der Suche nach dem grünen Diamanten. Ja, stimmt. Moretta. Morty und Moretta. Mit dem Michael Douglas. Der Suche nach dem Juwel vom Nil. Der Suche nach dem Juwel vom Nil hieß der, glaube ich. Genau. Ich glaub auch noch einen anderen irgendwie. Da sind sie auch mitten im Dschungel und dann finden sie so in irgendeinem Bist du hier bei mir? Ja. Dann finden sie irgend so ein kubanisches Flugzeug, was abgestürzt ist. So eine kleine Cessna. Mit so ein paar Ziegelsteinen drin. Also. Da machen sie doch ein schönes Lagerfeuer draus und sagt er, ja, nochmal ein Kilo drauflegen. Stimmt. Die sind Ureinwohner. Und dann tanzen sie da so, ne? Nein. Ja, alleine mit der Frau. Also okay. Der Juwel vom Nil. War das Juwel vom Nil? Doch, das hieß so, meine ich. Oh, ganz schön kalt draußen. War so ein Film, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich habe jetzt 4 Schrotzen-Munitionsschüsse. Achtung, zieh mal nach. 3. Jetzt? Ja, und sag mal, wie viel habe ich jetzt noch in der Waffe gehabt? Hahaha. Gut, ne? Hier sind noch 3, achso, du siehst es mehr draußen, hier noch. Da war ein Problem. Ja, ködern, du weißt, was ich meine. Ich konnte eh einen Hasen töten. Doch schon mal was. So viel steht fest. Und immer auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, so heißt er. Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil war das. Da hocken sie in dem Wrack so hinten drin und machen schönes Lagerfeuer. Brennmaterial. Aber dann ist ja schon fertig hier. Okay. Oh ja. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Unser kleiner Laserofen. Nom nom nom. Haben wir noch einen Apfel hier? Ja, nom nom. Ja, mir fehlt auch so ein bisschen Gemüse. Also das ist Mangelernährung. Ein bisschen. Esst du die Zwiebel? Zwiebel, gilt das als Gemüse? Gilt, ja. Tatsache. Schöne rohe Zwiebel nahe genascht. Wenn man so reinbeißt. Kennst du jemanden, der so was macht? In das Zwiebel reinbeißen? Hätte ich jetzt persönlich kein Problem mit. Muss ich sagen. Also ich mag das eigentlich. Also ich möchte jetzt nicht als nur reines Gemüse, ne? Das wäre jetzt ein bisschen langweilig, aber ich hätte jetzt kein Problem mit so eine rohe Zwiebel zu beißen. Vor allem die meisten, die es machen, beißen ja eine Gemüsezwiebel, ne? Hier ist nur ein Proteinriegel. Und ansonsten kann man auch den Seegrat essen. Es gibt 9 Obst und Gemüse. Sogar. Und den Fisch. Was hast du mit dem Fisch gemacht? Den Fisch, den habe ich gegessen. Ah. Ach, schade. Nee, gut. Gut. Kacker Seeras fressen. Essen 5. Let's go. Ja, es ist halt wieder Nacht. Das ist halt blöd. Das finde ich im Let's Play halt schwierig. Wieso geht denn mein Health? Meine Gesundheit ist jetzt nicht hoch. Mir geht's gut. Essen, trinken, tralala. Alle Chigimigi. Muss noch was essen, scheinbar. So. Halten wir mal. Und zwischendurch wieder Bretter anfangen. Ist der Ofen jetzt schon wieder aus? Ne, der ist aus. Der kleine? Ne, hier der. Lagerfeuer. Schmelzofen. Der Schmelzer. So. Aber der ist auch nur fertig, oder? Mit Einschmelzen von dem. Von ja, dem Chrom. Genau. Schön, dass der Generator selber aussieht. Wenn er den Energielevel erreicht hat? Ja, genau. Ah, das ist ja praktisch. Das ist wahr. So. Dann mach
Oh Mann, weißt du, im wahren Leben wird doch keiner rausgehen im Dunkeln mit der Axt auf den Baum einschlagen, mit dem Risiko, dass sich die Hand abhackt. Da wird doch auch den Glowstick, keine Ahnung, im Gürtel einklemmen oder sowas. Oder in die Zähne oder weiß ich mal. Das müsst doch irgendwie mal. Ist wahr. Der wird sich doch nicht draußen hinstellen und so, ich sehe nichts. Der könnte sich auch. Der könnte oh, das sich ist meine Hand oder der Baum? Ja, oder eine Fackel oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall doch nicht im Dunkel da Holz hacken. Das ist doch völliger Quatsch. Warum schreibt mich da nicht so? Oh, ich bin müde. Mensch. Ja, Tito. Es ist ja auch schon wieder. Es ist schon wieder 10 vor 11. Ich sag noch, lass uns nicht so lange aufnehmen. Ja, du bist, genau. Du hast es auch. So, 15 Holz. Das kleine Feuer ist ausgegangen. Ah, Mist. Was war das? Versuchen wir zumindest den einen Ofen nicht ausgehen zu lassen. Okay, jo. Dann, ich hab keine Ahnung. Es wird aber langsam hell, das ist schon mal gut. Das ist nicht die dein Ernst? Folge. Das ist doch Halluzinationsgeschichte. Also bei mir ist hell. Also was ist bei mir jetzt hell? Die Morgendämmerung, wollen der Himmel ist rötlich und wollen wir noch mal die Gegner sind tödlich. Um die Insel, um den See? Können wir machen, ja. Aber ich habe keine Waffe. Ich habe nichts. Ach Mann. Ja, was soll ich denn machen? Wir haben keine Federn, wir haben keine Munition. Nimm mal wenigstens bitte den Bogen mit. Ja, können wir machen. Und Nägel? Braucht man Nägel für Pfeile? Ja, hast du von mir mitgenommen? Nägel auch mitnehmen, ja. Ja. Just saying. An. Schrei mich halt nicht so an. So, in welche Richtung bist du? Links raus. Oh. Also in Richtung Tür. Habt ihr gesehen? Da, wo wir gestorben sind. Zuschauer auf YouTube, ich habe die Pflanze nicht übersehen. Aus dem Augenwinkel schnell noch weggehascht. Du bist auch. Bist auch mal wieder. Ah, also. Oh, halt. Links ist ein Wolf, aber. Ich sah hier noch irgendwas Interessantes. Wo bist du hin? Shit. Weg. Willst du so direkt am Wasser entlang oder so ein bisschen im Landesinneren? Immer so ein bisschen erhöht, ja. Zigzagen. Nicht. Wenn du auf dem Stein irgendwas siehst, was Eisen sein könnte, dann... Ja, hab ich eben. Ich hab die Spitzhacke zu Hause gelassen. Ich Profi, ey. Mann, willst du abbauen? Warum? Ja, ich hab ja eine bei. Hier oben auf dem großen Felsen hier. Hier? Hier, oben drauf. Ich weiß noch nicht, ob man da hochkommt. Hier, so über den Rand. Ja, geht. Hä? Hier oben drauf. Kupfer, oder? Würde ich mal sagen. Sieht so aus wie Kupfer. Gut, dass ich an alles gedacht habe. Nicht. Hammer. Guck mal, das sind zwei Bären. Ja. Schön sehen. Die haben sich so gütlich an uns getan, an unseren Leichen, dass sie sich schon gepaart haben. Oh. Nachwuchs gezeugt. Was? Ja, ich wollte vorne runterspringen. Wäre glaube ich schwierig geendet. Rechts ist so ein Bergpuma oder sowas. Huhn, bei mir. Direkt in dem Baum vor mir. Was ist denn rechts raus? Und ein Bär. Oh Mann, ey. Ich sehe den Huhn aber jetzt nicht. Und ein Wolf. Zurück. Gehen wir links hoch oder? Ne, ich glaube, wir müssen runter. Ah, der Wolf kommt. Ja, wir müssen runter. Hier ist auch noch ein Wolf. Vielleicht können wir den noch weiter unten umgehen. Ich würde das irgendwie Survival-Spiel nennen. Also. Oh, ich habe keine Ausdauer. 100% ein Treffer. Ach, wenn der Wolf kommt. Ja, ich habe leider keine Ausdauer. Ich kann nicht rennen. Ich könnte mal wieder sterben. Ich meine, hatte ich lange nicht mehr. Das ist dein Ernst, du. Wenn ich die Axt raushole, stoppt bei mir das Spiel, ne? Der kommt echt weit näher. Das gibt's doch gar nicht. Verpiss dich doch, Wolf. Ich hab keinen Bock, mich zu paaren. Geh weg.
Hier ist noch übrigens Eisen am Boden. Oh Mann, mal habe ich die Spitzhacke drin lassen. Ich Profi. Du kannst weg immer jetzt, noch Wolf. Zurück, so weit sind wir ja nicht weg. Nee. Jetzt komme ich hier nicht vorbei, jetzt muss ich hier rüberschwimmen, das habe ich dann ernst. Also, dass man pro Angelschnur, also nee, pro Fisch, den man rausholt, eine Angelschnur nachmachen muss, finde ich ganz schön assi. Ich meine, du könntest ja sagen, du brauchst den Wurm, ne, als Köder, den du wieder brauchst, aber doch nicht die Angelschnur komplett. Ja, sehe ich auch so. Wie entfernt von der Realität kann das denn bitte sein? Genau, dass man einfach neuen Wurm dran friemelt irgendwie in irgendeiner Form oder es einfach aus dem Inventar nimmt, um die Angel nochmal auszuwerfen, das würde ja reichen. Aber dass du eine komplette neue Schnur machen musst und ich meine, es ist ja ganz schön schwierig, so eine Schnur herzustellen, ne? Also, kostet ja Material. Ja, weil es halt schon wieder Tauwerk kostet und das halt. Ja, genau. Und das ist halt echt rar, weil du brauchst es ja für jeden anderen Schüssel. Ich hab ein Reh getötet. Krass, ich komme. Wo bist du denn? Ja, schwer zu sagen. Jetzt bin dem See gefolgt quasi. Und bist du über den Fluss schon drüber? Ja. Da wasche ich mich jetzt. Muss ich dich ja irgendwo sehen, ne? Ja, da sehe ich dich. Da vorne bist du. Und hast du was hast du rausbekommen? Hast du eine Sehne bekommen? Ein Leder, ja, nur ein Leder. Aber keine Sehne. Nee. Und kein Fleisch. Tatsächlich kein Fleisch, ja. Fett und eine Leber. Oh, die Leber ist gut fürs Leder. Gegengift. Ja. Dazu brauchen wir noch einen Fisch. Na gut, ich habe mehrere Schnüre gemacht, also sind rein theoretisch in der Basis. Ja. Stimmt. Ja, wir müssen halt, wenn wir uns wirklich dann heilen, also beziehungsweise halt reinigen, andersrum, wenn wir diese Biohazard da weg haben, dann müssen wir echt darauf achten, dass wenn man halt was geschlachtet hat, dass man sich auch danach sauber macht, ne, und dann nicht irgendwie noch stundenlang rumrennt, weil das ist ja echt ätzend. Meinst du, das hat mit unserer Hygiene zu tun? Ja. Also nicht in der Hygiene als solches, das natürlich nicht, aber wenn du Blut an Händen hast, irgendwie durch Kampf oder durch Tiere meinst töten. Du? Ja, okay. Dann, ja, nice. Als nächstes müssen wir so einen Bären mal töten. Ja, dann schau mir. Was? Ich hab jetzt den Bären an. Mit den Händen downgerestelt. Gerestelt. Gerestelt. Bin mir gespannt, ob wir an den Raidern vorbeikommen. Also, ja, ob wir ja, vorbeikommen, sozusagen. Nein. Genau. Nein. Nein. Das ist okay, auch so ein Quatsch. Ich habe jetzt eine Möhre aus dem Boden gezogen. Ne? Ich habe hier die Möhre gesehen. Ja. Was gibt mir das Spiel raus aus der Möhre? Na? Nur die Möhrensamen. Also nicht die Möhre als solches. Oh, ehrlich. Das ist doch Nonsens. Also nochmal. Das Spiel ist gut, ne? Das ist ein geiles Survival-Spiel. Ich finde auch, dass es härter ist, ist auch gut. Und wenn man, glaube ich, das Spiel kennt und dann entsprechend, da ist ein Hühnchen. Siehst du links oben den Berg hier? Links direkt bei mir? Ja. Direkt da. Dann finde ich das völlig okay, dass das auch ein bisschen schwieriger ist und hin und her. Aber so unlogische Sachen, das finde ich halt sehr nice. So unlogische Sachen finde ich halt echt Quatsch. Also, ne? Also zum Beispiel, wenn du das Reh auseinandernimmst, hast keinerlei Fleisch, kriegst du da raus. Was eben noch rumgesprungen ist. Ja nicht vergammelt oder so, sondern, ne? Ja. Ah, der Bär. Wir müssen uns mit dem wieder. Überall nur paarungsbereite Bären. Ist auch noch einer. Wieso habe ich eigentlich null Ausdauer? Habe ich auch. Der kommt, der springt, du bist gleich tot. Oh Gott, das will. Ich probier's. Du rennst auf den Bären zu, du rennst auf den. Alter. Jack, du Killer, hinter dir. Hast du noch Schuss? Ja. Renn, nee. Renn, 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 renn. Will der? Der will noch nicht. Oh. Ja, der will. Warum?
Was ist jetzt? Ach, jetzt bin ich hier am. Hab ich irgendwas zu essen? Nee. Oder beschütze jetzt. Kann ich denn Seegras essen? Weil gibt es denn hier Seegras ja, drin? Ich hol jetzt mal kurz noch Seegras, weil sonst mache ich hier direkt einen Abgang. Oh, glaub ich denn? Ja, mir fehlt echt Gemüse. Weil ich durch Hunger keine Ausdauer wiederherstelle. Ah. Gibt's denn ein anderes Werkzeug? Nee, es gibt ja gar keins. Alter. Hast du aber gut gemacht. Muss sagen, krasser Typ. Also wirklich. Okay. Ich werde ihn jetzt auseinandernehmen. Meinen Bären. Du bist unterernährt. Was ist denn? Wieso unterernährt? Fuck you, Spiel, echt. Ich hab grad göttliche Seegras mit. Hm? Was ist los? Nee, ich sag hier gerade, ich kann nur mit der Axt kann ich den Bären auseinandernehmen. Ja, es geht gar nicht an. Es gibt auch kein Messer im Spiel und so. Genau. Es gibt auch kein Messer. Und ich wasch dich danach. Ich geh weiter hier, ne? Am Strand. Ja. Du bist noch da? Ja, ich bin unter Wasser. Ich versuche das unterernährt wegzukriegen. Jetzt, wo ich das Gemüse gefressen habe ohne Ende, geht das Fleisch ins Rote. Ich hasse die Spiele. Ich hasse dich. Das ist einfach nur unfair. Das ist schon irgendwie einfach nur unfair. Du ertrinkst. Ich würde gerne ein bisschen Eisen finden. Ich ertrinke echt so schnell. Oh Gott, trinken ist aber keine feine Sache hier. Das geht ratzfatz, ne? Trinken? Ertrinken. Achso, ertrinken, ja. Da gibt es keine Vorwarnung. Direkt. Nee, direkt auf die Fresse. Ah, oh, jetzt habe ich Fleisch viel mehr. Tja, Spiel. Bist du down? Nö. Ich seh dich, du stehst da oben und machst auf den Hirsch, ne? Ja, aber der haut doch sowieso ab auf die Entfernung. Bei mir wäre noch einer. So, der ist jetzt auch weg. Ach, da bist du. Ach, bist einmal Hühnchen ist da noch. Guck mal, den Berg hoch. Links. Neben der, rechts neben der Tanne. Ja. Die ganz rechts. Das ist aber ein Wolf dahinter. Siehst du? Ist egal. Schaffst das. Alter Killer. Ich weiß nicht, kann man sich den Tieren auch den Wölfen anschleichen? Du hast kaum Energie. Ich ja. 21, der Bär ist schuld. Achso, ja. Der Bär ist schuld. Oh, eine Karotte. Möchtest du eine Karotte? Nein, ich hab Seegras gefressen. Also ich habe 50% jetzt wieder Gemüse aufgefüllt. Bei mir fehlt jetzt Fleisch, ganz eindeutig. Ich brauche auch unbedingt Fleisch, ja. Aber ich habe Fleisch geholt, also können wir nochmal. Wir könnten jetzt zum Abschluss nach Hause. Ja, aber in dir, es wird schwierig. Ne, wir müssen nur zwischen dem Bären links und den Huntern rechts und dem Elch direkt vor mir. Nett. Boah, ja. Der Mann. Rechts im Wolf. Nein, keine Ausdauer. Ich glaube. Ich habe keine Chance zu entkommen. Ich habe keine Chance zu entkommen. Ich höre sie hinter mir. Nee. Nein? Kommt nix? Nee, passt. Passt. Ruckelorgie. Heute läuft das Spiel auch echt schlecht. Ich weiß nicht, ob es am OBS liegt. Ich habe das die neueste OBS. Ja? Muss ich damit nehmen? Halt an. Boah, den hast du ja völlig weggedrückt. Ist auch noch eine Tasche. Sag mir das da irgendwie. Was Müsli. Du? Müsli? Nee. Ein Riegel, ja stimmt. Ja, ein Riegel wäre nicht schlecht. Ah, wir haben Fleisch. Links, Wasser ist ein Dings. Hier oben ist noch ein Huhn. Guck mal in die Laufrichtung, wo ich jetzt laufe. Und siehst du es? Da oben wird es in die Hücke. Ja. Alter. Opa.
Ja, jetzt haben wir. Ich habe 3 tote Hühner, einen toten Hasen. Bär voraus. Und einen toten Bären hatten wir auch, in der Tasche. Ganz kurz, hier oben ist Metall. Guck mal, hier oben ist Metall. Hä? Ist der See so groß? Jo. Alter. Hinter dir ist Metall. Hier? Ist vor mir? Was. Da auch. Hinter dir aber auch noch. Das war jetzt. Der Bär kommt. Verdammt, ich sehe das andere nicht. Hier, direkt vor mir. Direkt vor meinen Füßen jetzt. Nee. Drop mal die Pickaxe. Ja. Achso, ja. Dazu hierbei. Kannst du behalten die. Wie, hast du meine zweite dabei? Ja, scheinbar. Oh. Und ich denke die ganze Zeit, ich würde nach Hause rennen, wäre ich nach Hause gerannt. Ja, du so in der Hand gehabt. Ein bisschen unfair, ne? Also, jetzt findet man hier nicht die Folie. Darunter? Hier ist auch noch Metall. Geil. Ist es Metall auch? Guck ich gerade, es ist weiß. Ich glaube nicht, dass es Metall ist. Nee, das ist eher. Das ist Kalium und Eisenerz, ja? Doch, Eisen. Bin ich hier runter? Oh, sogar ohne Schaden. Können wir jetzt so über den See rüberschwimmen? Theoretisch ja. Ja. Ohne da jetzt. Und ob auf der Insel ist ein Bär, oder? Ja. Oder ist das unsere Insel? Ist schon unsere Insel. Na dann, lass uns rüberschwimmen. Alter, ist ja riesig, ja. That's what she said. Links sind 2 Raider, eins auf dem Dach. Und wo gehen wir an Land? Beim Bären. Beim Bären? Oder an dem Felsen vorbei, war. Wasserwelt, ey. Ich finde den Effekt cool. Hat er gut gemacht? Ja, auf jeden Fall. Insgesamt ist das Spiel echt toll. Also auch wieder aus dem Wasser auftauchst und dann so das Wasser aus den Augen läuft. Von deinen Iris abperlt. Ja, wir sind auf Weg nach Hause. Wir sind bei 28 Minuten schon wieder. Es ist schon wieder 10 nach 11. Es ist wieder viel zu spät. Weißt du Bescheid? Es war. Was ist denn da unten? Wer ist denn das? Hm? Da ist ein leuchtender Stein. Guck mal. Schade. Hier ist ein Stein, ja. Ich schlag mal drauf ein. Und? Gleich. Sandsteinerz. Und dafür sticke ich jetzt gleich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, das war eine knappe Geschichte. 13 Leben. 13 Leben noch. Na, fantastisch. Ja, ihr Lieben, Herr Fleischhammer, bitte. Ja, meine Damen und Herren, die Zeit ist knapp. Die Zeit, die ihr hier mit uns verbringen durftet, lang. Und deswegen sagen wir jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 3:15, die 2, Minia ist dabei. Ihr wisst, wie es läuft. Ah, ja, Daumen ja. Hoch und so weiter. Und tschüss. Und Twitch und so. Ciao. Tschüss.